Hallo, du Schatz. Hast du gewusst, dass du einen Engel an deiner Seite hast, der dich nicht nur beschützt, sondern auch ein Engel, dem du all deine Wünsche sagen kannst. Und er wird schauen, dass er dir diese Wünsche alle erfüllen kann. Das kann absolut jeder Wunsch sein, auch wenn du dir nur wünschst, dass du besser schlafen kannst oder dass es bei dir in der Schule besser laufen soll. Vielleicht möchtest du dich auch besser konzentrieren können. Vielleicht möchtest du dir auch mehr zutrauen, auch mal Nein sagen können oder dich auch wehren können, wenn dir etwas nicht passt. Aber vielleicht hast du auch einen großen Wunsch, ja, vielleicht sogar ein Märchen, das wahr werden sollte. Egal, was du dir wünschst, deinem Engel kannst du alles erzählen und er wird dafür sorgen, dass deine Träume in Erfüllung gehen. Das Einzige, was du machen musst, ist fest an deinen Engel zu glauben. Auch wenn andere vielleicht sagen, dass es Engel gar nicht gibt. Du weißt es besser, weil du weißt, dass du einen Engel hast, der für dich da ist. Je mehr du mit deinem Engel redest und mir hier zuhörst, je mehr wirst du deinen Engel spüren, ja, vielleicht sogar sehen können. Hast du dir schon einen Wunsch ausgedacht? Komm, wir fangen mal mit einem Wunsch an. Du kannst ja beim nächsten Mal etwas anderes wünschen. Jetzt wünschst du dir erst einmal eines. Also, jetzt wo du weißt, was du dir wünschst, fangen wir an. Denn wir gehen jetzt zusammen deinen Engel besuchen. Mach jetzt die Augen zu und mach es dir richtig bequem. Und hör mir einfach zu. Wenn du einschlafen solltest, dann macht es gar nichts. Denn dein Engel weiß schon jetzt, was du dir wünschst. Darum habe keine Angst, falls du einschlafen solltest. Entspann dich einfach und genieße es. Stell dir jetzt mit geschlossenen Augen vor, wie eine Wolke bei dir neben deinem Bett erscheint. Wenn du es dir nicht so gut vorstellen kannst, dann macht es gar nichts. Tu einfach so, als würdest du sie mit geschlossenen Augen sehen. Die Wolke ist richtig kuschelig und du willst dich jetzt sogar auf die Wolke drauflegen. Du kannst dich sogar zudecken und dich richtig schön in die Wolke hineinkuscheln. Jetzt, wo du es dir richtig bequem gemacht hast, merkst du plötzlich, wie die Wolke ganz leicht anfängt zu schweben. Hab keine Angst, denn die Wolke ist wie ein Bett, das dich gut halten wird. Du steigst mit der Wolke immer höher, höher und höher, bis in den Himmel hinauf. Du siehst Sterne um dich, die wunderschön funkeln. Wow, ist das schön hier. Du fühlst dich richtig wohl auf dieser Wolke und du freust dich riesig, dass du jetzt gleich deinen Engel sehen wirst. Jetzt bist du bei der großen Wolke angekommen. Du kannst jetzt von deiner Wolke absteigen und auf die große Wolke gehen. Die ist so groß, dass du gar nicht siehst, wo sie aufhört. Weißt du warum?
weil das dein zweites Zuhause ist. Hier wohnt nicht nur dein Engel, nein, du nämlich auch. Du kannst immer hierher kommen, wenn du am Schlafen bist, aber auch während des Tages, wenn du die Augen schließt, dann kannst du dir einfach die Wolke vorstellen, wie sie dich abholt und du kannst kurz eine kleine Reise zu deinem Wolkenzuhause machen. Schau dich ein wenig um. Was siehst du auf dieser Wolke? Siehst du noch andere Menschen, die dir ganz lieb zuwinken? Oder die dich sogar umarmen, weil sie so Freude haben, dich zu sehen? Oh, sieh mal, siehst du dort hinten dieses Leuchten? Da kommt etwas Wunderschönes auf dich zu. Siehst du es? Es kommt immer näher und du spürst jetzt schon, dass das dein Engel ist. Hurra, er ist da, endlich! Wow, jetzt steht er vor dir. Wie wunderschön er doch ist, dein Schutzengel. Sag ihm Hallo. Du kannst ihn auch umarmen, wenn du magst. Und ein wenig mit ihm quatschen. Und vor allem, ganz wichtig, sag ihm noch einmal deinen Wunsch. Er weiß es zwar schon, aber du darfst ihm deinen Wunsch trotzdem nochmals sagen. Ich lasse dich nun kurz mit deinem Engel ein wenig alleine. Dann kannst du ihm alles erzählen, was du möchtest. Ich komme dich gleich wieder abholen. Bis nachher. Genieße es. So, da bin ich wieder. Und war es schön mit deinem Engel? Weißt du, dein Engel ist nicht nur hier auf dieser Wolke, sondern er ist immer bei dir. Du kannst immer mit ihm reden, denn er hört alles, was du sagst oder denkst. Du darfst ihn auch alles fragen und ihm alles sagen. Er ist immer für dich da und hilft dir. Du brauchst nie mehr Angst zu haben oder unsicher bei etwas zu sein, weil dein Schutzengel hilft dir immer. Du musst es ihm nur sagen, wenn du seine Hilfe brauchst. So, jetzt machen wir uns langsam auf den Heimweg. Mach es dir wieder auf der Wolke bequem. Langsam schweben du und deine Wolke
wieder hinunter. Immer tiefer und tiefer, bis ihr wieder neben deinem Bett angekommen seid. Cool, jetzt siehst du sogar deinen Körper, wie er in deinem Bett geblieben ist, währenddessen du ein wenig auf Reisen gegangen bist. Jetzt darfst du dich aber auch wieder in dein Bett legen und ganz tief schlafen. Wenn du wieder erwachst, dann bist du richtig fit und erholt von deinem Superschlaf. Und eben denke daran, dein Engel ist immer bei dir und er hat dich ganz fest lieb, weil du Schatz, bist ein Geschenk für diese Welt. Du bist super, so wie du bist. Dein Engel hat dich ganz fest lieb. Schlaf gut, du süßer Schatz, und träum schön.